Hallo und herzlich willkommen, Herr Stoll. Es geht los. Ja, ich überlasse Ihnen das Wort. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Stefan Stoll. Ich arbeite für die Heinrich-Böll-Stiftung im Team Ökologie und Nachhaltigkeit und ich wollte Ihnen heute Abend unsere Website Unterrichtsmaterial Verkehrswende vorführen, auf der wir unsere ganzen Materialien, die wir zum Thema gesammelt haben, interessierten LehrerInnen bereitstellen. Und wir haben Podcasts, wir haben ein Planspiel, wir haben verschiedene Broschüren und Hefte. Und ich will jetzt, damit Sie einen kleinen Eindruck bekommen, einfach drei Materialien ein bisschen sauber vorstellen und fange an mit unserem Planspiel Güterverkehr. Das ist ein Rollenspiel, das eignet sich für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 10. Und die Schülerinnen und Schüler schlüpfen in die Rolle von Verbandsvertretern und verlieren dann eine Verhandlung mit Ministerialbeamten über die Zukunft des Güterverkehrs in Deutschland. Und es gibt eben verschiedene Rollen, die gespielt werden. Es gibt Umweltverbände, es gibt Wirtschaftsinteressensvertreter, es gibt Politiker, die dann gemeinsam entscheiden müssen, wie in Deutschland der Güterverkehr in den nächsten Jahren aussehen soll. Und das Ganze, es wird verhandelt über einen Fördertopf, der dann verteilt werden kann eben auf die verschiedenen Verkehrsträger und es dann entschieden und diskutiert werden muss, ob der Autobahnausbau fortgetrieben wird oder ob die Eisenbahn stärker ausgebaut wird. Das Spiel eignet sich fürs analoge Spiel und man kann es aber auch digital auf einer Plattform wie Big Blue Button oder Zoom spielen. Also für Corona-Zeiten auch gut geeignet und Sie können das Spiel einfach auf unserer Homepage Unterrichtsmaterial Verkehrswende herunterladen. Das zweite, was ich vorstellen will, sind unsere Handreichungen Unterrichten mit dem Mobilitätsatlas. Ich weiß nicht, ob der ein oder die andere den Mobilitätsatlas schon kennen. Das ist unser Hauptprodukt zur Verkehrswende, der Mobilitätsatlas, das Kursbuch zur Verkehrswende. Und dort sind in 19 Kapiteln jeweils verschiedene Aspekte zum Thema nachhaltige Mobilität und Verkehrswende dargestellt. Zum Beispiel Elektromobilität oder Tourismus und Mobilität oder der Umbau der Autoindustrie. Und all diese Kapitel, diese 19 Kapitel, haben wir in 19 Unterrichtsstunden oder Vorschläge für Unterrichtsstunden umgewandelt, weiter bearbeitet und die sich dann in verschiedenen Fächern durchführen lassen. So, und dann kommt jetzt auch schon mein letztes Produkt, das ich Ihnen kurz zeigen möchte. Das ist unsere Broschüre So kommen wir besser voran. 15 Fakten zu nachhaltiger Mobilität. Das eignet sich sehr gut zum Einstieg in das Thema nachhaltige Mobilität, weil wirklich in einer sehr knappen Form also auf ganz kurzen Texten, die vielleicht nur ein Viertel so lang sind wie die Texte aus dem Mobilitätsatlas, einzelne Begriffe der Verkehrswende dargestellt werden und auch wieder mit schönen Infografiken angereichert sind. Ich habe jetzt leider keine Uhr laufen lassen. Ich bin eigentlich nämlich jetzt schon zu Ende und möchte Sie herzlich einladen, unsere Materialien anzuschauen unter www.böll.de Unterrichtsmaterial Verkehrswende. Wenn Sie das googeln, Unterrichtsmaterial Verkehrswende und Böll Stiftung oder Böll, dann finden Sie es auch auf jeden Fall, wenn das jetzt gerade zu schnell war, zum Mitschreiben. Vielen Dank. Vielen Dank.